Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast, Episode 356. Ich bin Jörn Schar. Ja, ich habe schon angefangen, mein Schatz. Und ich koche Quinoa. Herzlich willkommen im Wohnwagenstudio. Verstehen jetzt. Heute mal, weil du hast gesagt, du möchtest dabei ja, sein. Ja, ich quack so rüber zwischendurch. Du kochst auch und dann will ich auch mit dabei sein. Weg, okay, also ich setze mich da offenbar wieder hin. Erdbeeren. Du kannst Erdbeeren essen. Ich esse doch keine Erdbeeren beim Podcasten. Was? Doch, ich podcaste doch nicht mit vollem Mund. Das ist doch total eklig. Ach. Wo ist denn das Feuerzeug? Ach ja, warte schon. Ja, also es wird ein bisschen lebhaft heute. Wir stehen im Wohnwagenstudio in Stindeck. Das ist ein Campingplatz, auf dem wir stehen. Camping in Lee heißt der, in der Nähe von Büsum. Details dazu dann in der nächsten Folge vom Camping Caravan Podcast. Denn wir haben uns mit Freunden getroffen, die hier zum Probecamping in der Nähe aufgeschlagen sind. Ganz witzige Geschichte. Vielleicht ist das auch mal irgendwann Thema im Camping Caravan Podcast. Und kann sein, dass ich vergessen habe, das Gas aufzudrehen. Ja, dann musst du jetzt Pause machen, das Gas aufdrehen. Ach Quatsch, ich machen das. Musst du dafür nicht raus? Ich muss raus, ey. Soll ich jetzt weiterreden, während du... Ich kann nicht alleine podcasten, Jörn. Nein, kannst du alleine podcasten. Ich bin... Du bist in den Hundenapf getreten. Oh nein, Schatz, warum machst du das? Dann, du setzt ihn da zumindest wieder zurück. Wollte ich doch gerade. Ach so. Es gab Torte. Oh Gott, ich bin ganz alleine jetzt mit euch. Ja, Jan ist weggegangen. Und wir haben Torte gegessen bei, ich glaube, ich weiß nicht, wie das heißt. Jörn muss euch das erzählen. Auf jeden Fall gab es da auch Ponyreiten. Und ich bin sehr ambivalent, was Ponyreiten angeht. So, ob man es machen sollte, aus Tierschutzsicht gesehen. Aber die waren okay mit den Ponys. Also, ja. Die ganze Torte hatte Gelatine. Jede Torte hatte Gelatine, weil die immer die Sahne mit Gelatine zubereiten. Das fand ich schade, weil ich Vegetarierin bin. Und dann gab es aber dafür dann ein Stück Kuchen für mich und es war so ein Stück Pflaumenkuchen. Jörn war drin, hat es geholt. Ich habe mit Lexi draußen gewartet. Lexi-Update, sie ist immer noch sehr süß. Und dieses Stück Pflaumenkuchen war ungefähr so wie ein ganzer Pflaumenkuchen einfach. Es war wie so ein Pizzastück quasi, also so ein Stück, aber es war gigantisch groß. Oh Gott, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe das mit der Torte zum Kuchen erzählt und mein Pulver ist echt jetzt verschossen. Ja. Echt kompliziert mit diesem Podcasten. Gas ist aufgedreht. Du hast das offenbar falsch gemacht. Hä? Wieso? Ich weiß nicht, warum du das falsch gemacht hast. Musst du es vielleicht dahin halten, wo das Gas rauskommt? Müssen Sie es vielleicht dahin halten, wo das Gas rauskommt? Ach, das war die falsche Stimme. Ich habe aber eben ich habe eben auch alle drei versucht, Schatz. Ja, hat super doch geklappt. Naja, jedenfalls habt ihr jetzt das schon mal gehört, was wir in Stindeck und Büsum erlebt haben. Das war alles ganz aufregend. Ja, viel mehr haben wir auch nicht erlebt. Wir waren noch kurz im Dorf und haben uns ein Fischbrötchen und einen Crepe mit Käse geholt. So. Eine Sache, die mich gerade enorm nervt, sind alle meine Blogs, alle meine Podcast-Blogs funktionieren gerade nicht so, wie sie sollen. Weil es irgendwie, also alles, was in WordPress als Seite angelegt ist und nicht als Beitrag, das lässt sich gerade nicht aufrufen. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Das betrifft nur die Blogs, die auf Seiten, auf dem Server von All Inkle gehostet werden. Und also man kann das Impressum nicht aufrufen, man kann die Episodenarchive nicht aufrufen und. Zum Glück funktioniert die Startseite, das ist was Gutes. Und ich habe jetzt versucht, das also irgendwie zu lösen, indem ich irgendwie dann das Übliche mache. Ne? Also ich habe mal in diesen Entwicklermodus da reingeguckt mit Taste F12, um zu gucken, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gibt, offensichtliche. Dann habe ich alle Plugins abgeschaltet, nacheinander wieder aktiviert. Witzige Geschichte, wenn man die Plugins alle deaktiviert und danach wieder einschaltet, dann funktioniert es ein paar Minuten. Also es ist nicht ersichtlich, ob das irgendein Plugin auslöst und wenn ja, welches. Das macht es alles nicht einfacher von der Fehlersuche her. Und ich bin gerade sehr gespannt. Was? Warum? Ja, gut, nee, mit dem Quinoa. Ach, mit dem Quinoa. Bei der Tasse
Tassengröße ist schon mehr als die Hälfte der Packung. Aha. Ich hätte also gar keine zwei Tassen machen können. Ja. Ich glaube, wir haben nachher einfach so sehr viel Quinoa. Ich habe noch nie Quinoa gekocht. Ja. Ich mache das zum ersten Mal. Das ist auch aufregend. Ja. Möchtest du vielleicht die Quinoa-Tüte, die offene, nicht in den Schrank, sondern in eine Tupperdose tun? Warum ist das ein Scheißspießer? Ich will einfach nur nicht 100 Gramm Quinoa im Schrank haben. Naja, jedenfalls bin ich dann noch auf der Suche und schon mit netten Menschen in Kontakt, die fachlich sich da auskennen und wissen, was sie tun, ganz im Gegensatz zu mir. Der Hund jagt wieder Fliegen, ist so süß. Der Hund jagt wieder Fliegen. Genau, wir hatten neulich einen Riesenfall von Döner-Shaming. Da war ich möchte fast sagen, empört. Wir saßen in einem Restaurant in der Innenstadt von Husum und bei uns am Nebentisch unterhielten sich zwei Damen, die offenbar eine dritte erkannten, wie sie gerade mit ihrem Sohn in den gegenüberliegenden Dönerladen ging. Und da haben sie sich kurz über die Frau unterhalten und als sie wieder rauskam, haben sie sie so zu sich gerufen. Ulrike, hallo! Das hast du jetzt anonymisiert, die ist nicht wirklich Ulrike. Die hieß nicht wirklich Ulrike, nein, sie hieß Beate. Husum ist sehr klein, es gibt nicht so viele Leute da. Wenn Ulrike Hansen das jetzt hört und sich wiedererkennt. Naja, geht so. Jedenfalls, dass ihr immer so eine Scheiße essen müsst. Haben die halt Scheiße gesagt? Ja, ne? Oder Kram oder irgendwas. Ja, also, das ist ein Unterschied. Naja, Kram auf jeden Fall. Sie haben auf jeden Fall den Döner geschämt. Das ist schon mal, finde ich, skandalös. Und dann hat sie aber geantwortet, dass bei ihr Stromausfall sei und sie nicht kochen könne. Und das ist ja noch schlimmer eigentlich, weil, also niemand sollte ja sich A, rechtfertigen müssen, warum er Döner isst und B, dann vielleicht auch noch eine Lüge erfinden. Ja, und wenn man hier keine drei Sachen nebeneinander hinstellen kann, warum sind da überhaupt drei Herdplatten? Nicht Herdplatten heißen, Dinger, Flammen, Dinger. Warum ist das denn jetzt meine Schuld? Alles ist deine Schuld. Nee, ich hätte den kleineren Topf nehmen sollen. Und jetzt passt die Pfanne da nicht mehr daneben. Szenen einer Ehe. Ding, ich sollte auch ein Fenster aufmachen, wenn ich mit Gas koche. Das wäre schlau, wir werden schon langsam ein bisschen doof. Das tust du so, als liegt das am Gas. Ja. Furchtbar. Herrje. Ja, ansonsten war ich wieder auf dem Golfplatz und diesmal ja in nicht so ganz geheimer Mission. Was ist denn? Entschuldigung, nee, das ist halt einfach so witzig. Es gab doch mal diese Folge, die du zum 1. April rausgebracht hast. Die Jan und du in... Ja, die Folge von Jan Giesmann. Ja. Und... Diese Folge ist fast genau so. Diese Folge ist fast genauso wie die Persiflage sozusagen. Es ist so dünner. Nur, dass du nicht schon an der Jugendherbergstür stehst und 15 Schritte antrampeln musst. Das war ein Hotelzimmer. Ich bin erwachsen. Ich gehe in Hotels. Jedenfalls war ich auf dem Golfplatz. Ja, Geschi nervt. Döner. Und dann wollte ich noch Golf spielen. Ich liebe dich. Völlig zu Recht, ich bin super. Ja. So, Golfplatz, aber halt nicht so wie sonst, sondern mit noch mehr. Nee. Alter. Das ist unglaublich. Ich war in nicht so ganz geheimer Mission unterwegs bei dem Versuch, schon mal Kram aufzuzeichnen für die Golf-Spezialfolge. Das heißt, ich hatte also mein Aufnahmegerät dabei und meine Tonangel und die Funkstrecke. Und da habe ich also schon ein paar schöne Sachen. Ja, ich weiß, Jan Giesmann hat... Das war Absicht, oder? Nein, das war... Das ist halt original derselbe Satz. Ich weiß. Wenn du jetzt noch irgendwas mit dem Haflinger erzählst, ne? Wenn Jan das gerade hört, der liegt eh schon auf dem Rücken vor Lachen, glaube ich. Eine ganze Menge Leute liegen auf dem Rücken vor Lachen. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Meine Tonangel und meine Funkstrecke. Naja, jedenfalls hatte ich das alles mit dabei. Mit Kabel wäre das auch echt unpraktisch gewesen. Mein Gott. Ist auch egal. Und was ich auch dabei hatte, ja, weil ich super bin. Irgendwann, wenn ich sage, ich liebe dich, könntest du einfach mal wie normale Menschen antworten mit... Danke. Völlig zu Recht. Nein, ich dich auch. Ich dich auch. Es ist so schwer. Ich weiß.
Ich hatte noch mehr dabei, nämlich auch dieses Dings, mit dem ich schon mal von dem ich schon mal erzählt habe in der letzten Sommerpause, vorletzten Sommerpause von Jörn Schaas für einen Podcast, im Podcast Empfehlungssommer, dieses Pivo-Dingsbums. Ja, dieses automatische, ich war gerade kurz davor, es zu erklären. Ach so, Schatz. Entschuldigung, wusste ich nicht. Ich dachte, interessiert. Also, ist auch wieder falsch. Dieses Dings, wo man sein Handy einspannen kann und dann mit einer speziellen App Videos und Fotos machen kann, und dieses Pivo dreht sich um 360 Grad mit, führt also die Kamera über so ein Tracking-Kram hinter dir her. Also man kann so dran vorbeilaufen und die Kamera schwenkt mit. Und das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es war nicht ganz so einfach wie damals der Testlauf im Garten. Erstmal hat mich dieses Ding nicht gefunden, dann hat es gedacht, ich bewege mich noch weiter und hat immer so hin und her geschwemmt, dann ist es umgekippt, dann hat es sich einfach auch mal geweigert, dass es mich überhaupt aufnimmt, hat lieber die Schönheit der Landschaft gefilmt, dann bin ich nochmal so ins Bild gelaufen und die Kamera dreht sich komplett um 90 Grad weg, weil es die andere Schönheit der Landschaft filmen will, aber nicht mich. Das war nicht so schön, das war wirklich nicht nett. Es hat keinen Spaß gemacht. Und also es gab auch einige Sachen, die vom Ergebnis her ganz okay geworden sind, aber längst nicht alle. Heißt, ich muss also definitiv nochmal für das Making-of-Video auf den Golfplatz. Und das Gute an diesen Aufnahmen, die ich schon gemacht habe, ist, es wird ein paar Outtakes geben. Das ist doch was Schönes. Das ist immer das Beste. Dienstlich war ich diese Woche einmal in Wischhafen in Niedersachsen, um da eine Reportage zu machen, die am kommenden Mittwoch laufen wird, also übermorgen. Diese Episode erscheint am Montag, Pfingstmontag. Und da ging es also um eine Firma, die Landgasthöfe insofern so ein bisschen ja rettet, indem sie Busreisen dahin organisiert, aber eben keine Verkaufsveranstaltung, sondern so wirklich Tagesausflüge und ja, so Beratungsunternehmen für Gasthöfe im Prinzip, die dann noch ein bisschen Vermarktung mitmachen. Sie beraten die Gasthöfe, aber sie vernetzen die dann mit Anbietern von Bustouristik. So ungefähr funktioniert es. Und das ist so erfolgreich, dass sie schon Franchise-Anfragen aus Süddeutschland haben. Also schon mal ganz okay. Na, und gestern war ich natürlich auf Sylt, so wie viele, viele andere Reporter. Also ich bin auch mehrfach einem Team von Sat.1 Regional über den Weg gelaufen. Das war einigermaßen witzig, weil die halt auch irgendwie verzweifelt auf der Suche waren nach A, Leuten, die mit ihnen sprechen, und B, mit den legendären Punks, die sich da angesiedelt haben. Ich weiß nicht, ob die auch gefunden haben, aber na, irgendjemand sagte, er hätte schon an diesem Tag allein 3 Interviews gegeben. Musste man die suchen, die Punks? Naja, ich habe mir so vorgestellt, du kommst aus dem Bahnhof in Westerland und dann sind die da sofort. So war es am Anfang auch. Also man kommt aus dem Bahnhof in Westerland, geht zweimal über die Straße und dann noch 100 Meter weiter ist auf der rechten Seite so ein Brunnen. Und da waren die eine Zeit lang, haben da gecampt und haben Flunkyball gespielt und hatten sogar so ein kleines Aufblastier, mit dem sie durch den Brunnen gefahren sind. Und Einhorn, oder? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Einhorn war. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Potstock-Einhorn, aber nicht ganz. Und dann sind sie aber auf die Rathaustreppen umgezogen. Ja. Naja, und es war halt vollkommen tiefenentspannt. Die haben da halt gesessen und haben Bier getrunken. Ein paar Menschen haben sich über die aufgeregt und ganz viele andere nicht. Die Polizei sagte, sie hatten also im Vergleich weniger zu tun als an einem normalen Pfingstwochenende. Insofern war dann die ganze Kiste einigermaßen unspektakulär, aber irgendjemand muss ja berichten. Und wenn man vor allem schon mal irgendwann angefangen hat, über ein Thema zu berichten, dann auch die Tatsache, dass der Sylter Bürgermeister und sein Tourismuschef über diese ganze Geschichte im Vorfeld schon nicht so erfreut waren, war halt auch Thema, bei uns zumindest in den Nachrichten. Und dann muss man es am Ende eben auch auflösen und sich anschauen, was dann da nun los war oder halt auch nicht. Aber du merkst gerade, dass du schon selber das Bedürfnis hast zu rechtfertigen, dass ihr darüber berichtet, ne? Ne, es ist weniger rechtfertigen als erklären. Wie geht denn das eigentlich? Ja, die Grenze ist ja manchmal schmal. Und was auch schön war am Wochenende, wir haben auch noch eine Hai-Alarm-Klausur gemacht. Und haben die Sommerpause des High-Alarm-Podcasts vorbereitet, denn wir werden jetzt 3 Monate lang keine aktuellen Folgen aufnehmen, also insofern aktuell, als dass wir kein Feedback drin haben, keine Shark News, keine TV-Vorschau, sondern wir haben 3 Folgen am Wochenende produziert
die im Juni, im Juli und im August erscheinen werden und wo wir uns nochmal alte Filme angucken, also alt im Sinne von, wir haben im High Alarm Podcast schon mal drüber gesprochen, und zwar in den ersten beiden Folgen, in der ersten Staffel, wie wir sie liebevoll nennen, wo die Filme nicht so viel Liebe bekommen haben, wie sie eigentlich verdient hätten. Es ist ja einfach so, das habe ich schon mehrfach erklärt, so ein Podcast, wenn man den neu startet, der muss sich erstmal finden. Das Konzept war noch nicht so hundertprozentig ausgereift und wir haben halt relativ spät erst gemerkt, dass es eigentlich am sinnvollsten ist, nur einen Film pro Episode vorzustellen, anstatt drei. Und das holen wir jetzt nochmal nach, dass also diese Filme, die wir da besprochen haben, ganz am Anfang, dass die ja so besprochen werden, wie sie es eigentlich von ihrer Schlechtigkeit verdient haben. Und das geht jetzt am 20. Juni schon los mit Bait, Haie im Supermarkt. Großartiger Film. Oh, an den erinnere ich mich sogar noch. Und den haben wir uns nochmal angeguckt und das wird ganz schön werden, glaube ich. Und dann haben wir auch noch Sharknado Teil 1 und Two-Headed Shark Attack im Programm und werden uns auch damit noch auseinandersetzen, bevor wir dann im September die nächste reguläre High Alarm Podcast Episode veröffentlichen. Das wird ganz, ganz aufregend für alle von uns. Und bevor ich es jetzt komplett vergesse, ich freue mich natürlich wahnsinnig auf die Republika, die am Mittwoch beginnt. Ich fahre morgen Mittag schon los mit dem Zug nach Berlin. Habe natürlich irgendwie mittelschlau geplant. Ich habe ja ein 9-Euro-Ticket, mit dem ich auch nach Sylt gefahren bin. Und das hätte ich ja nutzen können für die Fahrt nach Hamburg, um dort dann in den ICE einzusteigen, der nach Berlin fährt. Jetzt habe ich halt die Fahrt von Husum nach Berlin einmal durchgebucht. Hast du das nicht schon gebucht, bevor es das 9-Euro-Ticket gab? Nein. Also doch, ich hab's. Ja, also ich habe das 9-Euro-Ticket, das würde ja schon am 23. Mai verkauft. Es gilt aber ab dem 1.6. und ich habe es irgendwie Ende Mai habe ich das schon gekauft. Ich hatte das schon, es war nur noch nicht gültig. Achso, insofern. Weil du normalerweise immer deine Zuggeschichten immer schon Jahre vorher buchst. Ja, das wollte ich auch und ich habe die ganze Zeit gedacht, du musst und dann habe ich es doch vergessen und das war alles sehr Gesundheit. Na, jedenfalls freue ich mich da sehr drauf, auch wenn ich da ein bisschen quatschig gebucht habe. Und ich werde tatsächlich dann auch meinen Antrittsbesuch in unserem Funkhaus in Berlin machen und Leute treffen und also nicht nur KollegInnen, sondern auch andere Menschen, die ich halt so kenne. Und ganz viele von denen sind ja ohnehin auch auf der Republika. Wahrscheinlich werde ich gar nicht so viele Sessions besuchen, sondern einfach mich treiben lassen. Weil es ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass es wieder stattfindet. Dann ist es auch so, dass es ein neues Gelände ist, auf dem sie das machen. Also die sind weg von der Station hin zur Arena Berlin oder Festgelände Kreuzberg oder irgend so ein Quatsch. Und das ist ja alles ganz neu und aufregend. Und vielleicht muss ich auch einfach sehr viel draußen sitzen und das Wetter und die Menschen genießen, die ich da so kenne und mit denen ich mich gern unterhalten möchte. Und es kann aber genauso gut sein, dass mir das da alles viel zu voll und viel zu eng ist und ich merke, dass mein eigenes ich schütze mich vor Corona-Bedürfnis so groß ist, dass ich dann doch den Großteil meiner Zeit im Hotelzimmer verbringe. Ich habe mir ein sehr schönes Hotelzimmer gebucht und vielleicht mache ich dann eher das als alles andere. Das kann auch passieren. Also da bin ich wirklich noch so ein bisschen unsicher. Nichtsdestotrotz habe ich mir schon mal eine Packliste ins Blog geschrieben, die auch schon weitgehend gutiert worden ist. Da gab es auch schon die Kritik, dass ich auch da das 9-Euro-Ticket vergessen habe, weil ich den Menschen empfohlen habe, die BVG-Ticket-App runterzuladen, um eben die Anreise organisieren zu können, die eigene. Die habe ich mir auch selber schon runtergeladen, weil ich mich total schlau fand und einfach vergessen habe. Natürlich, das 9-Euro-Ticket gilt ja bundesweit. Also kann ich diese App schon mal wieder löschen und meinen Account da begraben. Den habe ich auch noch, ich habe mich auch schon gleich angemeldet, damit ich sofort loslegen kann. Das muss ich also dann noch wieder rückgängig machen alles, aber Detailkram. Es riecht, als gäbe es hier gleich Essen. Es riecht, als müsste ich langsam mal den Tisch decken. Nee, der Quinoa dauert lange. Na, dann habe ich ja noch Zeit, den Podcast zu schneiden. Was. Ich habe schon alles erzählt. Ist aber so. Ich werde jetzt dann schon mal den Podcast schneiden, solange der Quinoa noch braucht und dann gibt's Essen. Heißt der Quinoa? Ja, wie denn sonst? Die Quinoa? Nee, das dachte ich, aber mir wird schon stimmen. Du bist ja bist ja kompetent mit Sprache. Na, geht so. Ja.
Und ansonsten hören wir uns nach der Republika das nächste Mal wieder. Ich bin gespannt, was ich dann alles zu erzählen habe, ob überhaupt, also wie spannend es war. Und bis dahin, tschüss.